Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Wir sind heute im 6. Spieltag hier. Ich habe euch jetzt seit einer Woche nichts mehr live gezeigt, aber jetzt ist es mal wieder soweit. Wir sind live am Start. Ich habe noch 2 Live-Angriffe für euch und kann euch natürlich auch noch ein paar Wiederholungen zeigen. Also, die Liga-Woche war sehr, sehr chillig, aber es war natürlich auch EM dazwischen. Das wisst ihr selber. Also viel, viel Fußball und viel, viel Trauer und viel, viel, was vielleicht ist, aber... lass mal erstmal den Maximus hier reinschauen. Wir sind im Moment leicht oder wir haben leichte Vorteile hier. Allerdings sind die drei mir hier eben auch schon ziemlich auf den Geist gegangen. Die drei Eisgolems in den Clanburgen sind nach wie vor echt nett. Die Drachen gehen hier aber ganz gut durch sich gerade. Da ging der Drachen jetzt nicht auf den Monolithen. Okay, Drachenreiter, das habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Aber hier mit den Hawks, die Royal-Championatin kann noch kommen. Das könnte schon unser Sieg sein hier. Das könnte schon unser Sieg sein, weil der Gegner ist schon durch. Und wenn der Monolith noch fällt, der Monolith muss halt fallen. Ah, er fällt. Leute, lass mal einen Hype rein. Hier in den Chat. So sieht das hier nämlich im Livestream aus. Da ich jetzt schon seit über einer Woche nichts mehr gemacht habe für euch. Sehr schön, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, das kriege ich auch mal in die Aufnahme mit rein. Aber richtig cooles Ding. 36-35, wir haben jetzt schon gewonnen. Sehr krass, wir haben noch einen Angriff vom Kriegsminister Bäum. Bei mir heißt der Moin Boom Chakalaka Ding Dong. Geiler Name, ne? Ich weiß, kann man echt gut aussprechen. Und hier ist er drin. Also kriegen wir den auch noch mit, auch nicht schlecht. Und dann springen wir gleich auch mal zu Free-to-Play rüber mit 1-2 Angriffen und auch bei Totus Bande. Allerdings Totus Bande, volle Hit-Up-Woche. Aber erstmal hier gucken mit Riesen, nicht mit Riesen, sondern mit Superhexen. Und das habe ich schon mal gesehen mit zwei Erdbebenzaubern. Ich denke mal, der Warden hat auch wieder die Kugel aktiviert, jawohl. Das ist mit dem anderen Account. Hat auch wieder die Kugel aktiviert. Sehr schön. So können wir uns noch mal so ein bisschen absetzen, aber wir werden die Liga auf jeden Fall super halten. Ist ja auch in Ordnung. Obwohl ich uns eher in Champion 3 sehe. Ich sehe uns eher in Champion 3. Das haben wir auch schon mal gehalten. Als jetzt in Meister nur fürs Casual Gaming hier finde ich das schon ganz in Ordnung, dass wir hier so abhängen. Mal gucken, wann er den Warden zündet hier. Und er ist ja auf jeden Fall auch mit dem... Hatte der Warden das drauf? Jo. Wer hat denn eigentlich das andere Ding da drauf gehabt? Wer hatte denn den drauf? Da war doch auch noch der... Ach, das war das Pet. Deswegen ging natürlich der Royal Champion ausschließlich auf die Defensive. Ja, das Pet, den Blob, den habe ich auch so ein bisschen verkannt. Jetzt ist natürlich echt ein weiter Weg Richtung Rathaus. Und warum schiebt die Karre hier so komisch? Die schiebt doch eigentlich auch Richtung Rathaus, oder nicht? Moin, Netti. Die schiebt doch eigentlich auch Richtung Rathaus, oder täusche ich mich da? Schiebt doch eigentlich auch Richtung Rathaus. Das Rathaus ist natürlich schon wieder voll durchgeheilt. Okay. Aber mal sehen, da sind wahrscheinlich wieder Raketenballons drin und 1, 2, 3 Yetis. Aber noch sieht es ganz gut aus. Der Weg ist halt unheimlich weit, aber auch noch drei oder hat noch einen Zauber hier. Kann die Queen noch zünden. Und hier ist noch relativ viel Beschuss. Ah ne, da sind... Ach, ne, guck mal, eine Wurzelkriegerin hat er da drin. Eine Wurzelkriegerin hat er da drin. Okay. Cheater. Was für ein Cheater. Eine Wurzelkriegerin da drin. Okay, die Big Boys hier sterben jetzt allerdings auch im Gift. Und es dauert ein bisschen, bis die Hexen den nachmachen. Ich denke mal, die kriegt keinen mehr nachgemacht. Viel ist aber auch nicht mehr offen. Hier hinten haben wir noch einen Big Boy mit einer Superhexe. 30 Sekunden noch Zeit. Kann die Queen das hier alleine reißen? Weil die tankt jetzt gerade nicht. Das macht, oder die tankt leider. Jetzt geht die Defense hier endlich auf den Big Boy, weil das ist eigentlich der richtige Tank. Und Leute, ich würde sagen,
Nochmal ein Hüppe hier in den Chat. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier lange aufzubleiben. Manchmal muss ich auch ein bisschen länger aufbleiben, weil die ganzen Sachen hier halt bis in den Abend beziehungsweise bis in die Nacht teilweise laufen. Aber mit 39, oh, ist das nochmal ein richtig cooler Spieltag hier heute. Lass mal gerade gucken, 39 Sternchen gegen Romania. Das haben wir wahrscheinlich die anderen auch in etwa geholt, oder? Romania 29, nur okay. Oh, Romania hat sogar einmal gewonnen. Okay, zweimal gewonnen. Romania dreimal gewonnen. Okay, die haben auch schon dreimal gewonnen. Okay, das wundert mich jetzt so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Obwohl, die stehen noch über. Ah nee, jetzt haben sie eben über uns gestanden. Aber ich denke mal, die Umbres kriegen wir nicht mehr. Die bekommen wir nicht mehr. Die sind ein bisschen weit weg mit 2,82. Die werden auch diese Runde wahrscheinlich gewonnen haben. Lass gucken. 15 Angriffe, 39, 14 gegen den letzten wahrscheinlich, ne? Gegen den letzten. Und wir müssen in der letzten Runde gegen den vierten. Ah, es passt. Ich denke, wir bleiben gut Zweiter. Ich denke, wir bleiben gut Zweiter. Sieht auf jeden Fall stabil danach aus. GG. Und dann gucken wir auch eben mal in die anderen Clans rein. Wir haben noch zwei, in denen wir auch CWL gespielt haben. Entgegengesetzt, dass wir oder was wir gespielt haben, hier beim Clan Free to Play, ist es, glaube ich, oder ist es ganz, wir sind jetzt schon im siebten Spieltag, ist es ganz glücklich ausgegangen, denn wir haben auch hier Kriege gewonnen. Obwohl wir eine 30er gespielt haben und unten, also im unteren Drittel, nicht so gut aussehen immer wie unsere Gegner. Na, muss man klar sagen, ich habe heute Abend auch mal mit einem Monster hier reingeballert. Ist halt so. Und aber ich habe auch einen Lalo. Das war Kriegsminister noch mit seiner Truppe hier. Ich habe den 30. dann abgeräumt, richtig. Wir haben noch getauscht gehabt vorher. Also fairer Tausch solltet ihr auf jeden Fall auch machen, wenn ihr seht, dass eure oder euer Know-how in einer Base besser ist als in einer anderen. Dann sagt ruhig euer Mate, lass mal tauschen, ich würde ganz gerne die Base angreifen. Und dann klappt das, anstatt die einfach so anzugreifen. Habe ich ja auch schon wieder erlebt in der CWL. Einfach so eine Base machen. Sieht ein bisschen komisch aus, Leute, der Angriff ist, aber irgendwie funktioniert. Hat irgendwie funktioniert. Wir waren eben noch live mit dabei, deswegen kann ich das noch so ein bisschen dokumentieren, weil wir haben den eben schon live gesehen. Ihr seht ihn jetzt in der Wiederholung. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, dass ihr mich jetzt 7-8 Tage nicht gesehen habt. Manche sind ja auch froh, wenn sie mich 7-8 Tage lang nicht sehen und ertragen müssen. Aber es gab halt nach wie vor viel zu tun und viel zu arbeiten, viel andere Sachen zu machen. Und deswegen geht es nicht immer so, wie ich das gerne so hätte, so will ich das mal so sagen. Sondern dann muss ich auch immer ein bisschen improvisieren. Manchmal habe ich dann keine Lust. Jetzt wird das Wetter wieder wärmer. Ja, bei 30 Grad setze ich ja hier oben auch nicht hin. Ich habe ja schon ein Stream ausfallen lassen, weil es hier oben halt im Moment zu warm war. Aber im Moment gehen die Temperaturen ja so ein bisschen leicht nur hoch. Das heißt, hier oben ist auch noch ganz erträglich. Zurzeit sehr, sehr schöner Sprungzauber für die Ballons hier und natürlich auch für die Hexen und deren, wie nennt man sie, Big Boys. Wieso heißen die eigentlich Big Boys? Die hat doch irgendeiner wieder in der Clash of Clans Szene Big Boys genannt, weil das sind ja einfach nur Riesenskelette. Aber irgendeiner hat gesagt, hey, das sind die Big Boys und dann ist das bei Clash of Clans Standard, dass sie Big Boys heißen. Ja, wisst ihr genau, ne? Ich erinnere nur an die Angriffsstrategie, Donut, wie hieß er nochmal? Donut, Coconut Donut. Nee, das hieß noch irgendwie anders. Das fand ich immer unmöglich, diese Angriffsstrategie, die irgendwie mit dem Donut zu verbinden. Skelly Donut hieß das, ja. Skelly Donut. Hör mal, hast du heute schon einen Skelly Donut gemacht? Nee, mach ich nachher noch. Bleib locker, ne? Mach ich nachher noch, mein Skelly Donut. Okay, wir machen dann Skelly Donut. Aber schönes Ding hier nochmal vom Kriegsminister und auch hier oben, glaube ich, haben wir ganz gut zugeschlagen. Auch wenn manchmal nur mit zwei Sternchen, aber ist das für unsere Qualität hier sehr, sehr ausreichend. Igris, gibt es gute Strategien gegen Rathaus 15? Als Rathaus 12, ich bin in Legendlima und treffe fast ausschließlich mit, ja, tatsächlich, ich zeig dir gleich eine. Allerdings drei Rathausstufen,
Ist schon sportlich, muss ich sagen. Ich spiele in dem Bereich selber ausschließlich Blimp Lalo, also eine Blimp mit Superbogenschützin, ein Supermagier, ein Mauerbrecher, glaube ich, oder zwei habe ich dabei. Und aber mit 12 immer zu Hit-Uppen auf 15, 16er. Der Jamaican Beach sagt es eigentlich, Rathausappen, ja. Ich weiß nicht, was das. Ich zweifle das ja immer an. Immer dieses, ich muss mit meinem Rathaus 12 unbedingt in Legende, weil ich geil sein will. Aber das ist nicht geil, das ist nur anstrengend. Ja, das ist einfach nur anstrengend. Ich habe früher bei der Bundeswehr auch immer gesagt, wer sich bis tief in den November immer noch mit aufgekreppelten Ärmeln rumrennt, also hier quasi so T-Shirt-like, ja, da haben die immer gesagt, ja, wir sind stark, wir sind geil. Da habe ich immer nur gesagt, Leute, ihr seid doof. Es ist doch kalt. Macht doch die Ärmel runter. Ja? Das schont vor allen Dingen die Gesundheit. Aber schönes Ding hier vom Boomking. Aber zwei Rathausstufen gehen, so mit zwei Sternen, ganz gut. Das zeige ich euch gleich mit dem meinen unteren Rathäusern in dem Clan Totus Bande. Da musste ich heute auch immer zwei Rathausstufen hoch. Auch irgendwann mal, wenn ich mir mal ein bisschen mehr Mühe gebe und die mal ein bisschen mehr bespiele. Champion zu spielen ist übrigens nicht einfach. Das sollte man schon als Rathaus 8 eigentlich locker reinbekommen. Und
sollte sich dort die vielen Medaillen aus Meister sind es 1000 und aus Champion 2000. Und ich habe immer noch nicht meinen Jingle dort ersetzt. Tut mir leid. Igris, aber vielen Dank und willkommen im Kanal. Danke für den Follow. Sehr schön. Also, Liga-Fazit auf jeden Fall hier nach den 6-7 Tagen. Bei dem einen sind wir jetzt schon im 7. Tag, bei den anderen noch nicht ganz, habt ihr gesehen. Sind wir auf jeden Fall auf einem guten Start. Ich kriege hier noch Lack. Ey Leute, ich kriege noch Lack von Nummer 5. Schafft mich ein 15er. Schafft mich ein 15er wirklich. Mit all seinen Helden. Mit Hexen. Okay. Aber zwei von den ollen Wurzelzaubern. Ne? Alter Cheater der. Aber wir gucken mal. Ist ein 15er der Night Legend. Gegen mich hier. Das ist meine Base. Ich muss sagen, meine 16er Base hält ganz gut. Die habe ich mir irgendwo weggeklaut. Das ist eine Anti-3-Sterne-Klaus-Base, die ich im Moment habe, im Rathaus 16-Bereich. Und die hat echt gut gedefft in dieser Liga. Muss ich echt mal so sagen. Blizzard gespielt, auch Legende ging das auch ganz gut. Ja, das geht auch ganz gut. Mal gucken, wie er das hier macht. Schauen wir mal. Meine Clanburg ist auf jeden Fall noch so ein bisschen am Leben, da sehe ich gerade. Okay, ich habe ein paar Babydrachen da drin. Alles klar, jetzt sind die aber auch leider weg. Oh, komm ey. Cheater. Ein Heilzauber hat er da noch für die Wurzelkriegerin. Und jetzt wurzelt er da alles. Och, komm. Wir geben aber alles, ne? Aber ist halt mein Gegenüber, den ich nur gezweisternet habe. So kann es natürlich kommen. Und ich hoffe, der Wurzelzauber hört jetzt nicht auf und die Zeit läuft einfach runter. Aber der wird mich natürlich trotzdem schaffen. Ne? Das kann man auch eleganter machen. Ne? Naja, haben wir nochmal 3 kassiert, ne? Ich habe eine Anti-3-Sterne-Klaus-Base, ja. So stand das irgendwo, wo ich mir die rauskopiert hatte. Anti-3-Sterne-Klaus oder Klaus-Anti-3-Sterne. So stand das irgendwo. Naja, okay. Aber nichtsdestotrotz, wir werden auch hier die Liga sehr, sehr gut halten. Ihr seht, wir sind stabiler 5er, 168 Sternchen, eine kleine 15er also. Ich muss unbedingt, denke ich mal, wenn wir demnächst wieder Liga spielen, dass wir es auch wieder hinbekommen, abseits der Liga ein paar Medaillen zu machen. Das haben wir diesmal gar nicht gemacht. Unser Initiator fehlt da so ein bisschen, dass wir noch beim Clan, wie heißt er denn nochmal? Wie heißt denn der Clan nochmal, wo wir eigentlich sonst immer was spielen da? Deutschland-Ad haben wir diesmal nicht nebenher der Liga noch Liga gespielt. Ich glaube, das war auch mal ganz gut so, dass wir da auch mal eine kleine Pause hatten. Und wir nehmen das sicherlich wieder auf, dieses Thema, weil Heldenlevel ist ja nach wie vor in aller Munde mit Erz und Schmerz. Also ich bin gespannt, wie ihr das in der Liga empfindet oder empfunden habt. Vor allen Dingen mit dem ganzen Tobabuba rundherum. Und würde mich freuen, wenn ich ein paar Kommentare von euch wirklich, wirklich faulen Kommentarschreibern in meinen Videos hätte, aber wem sage ich das, ne? Bin ja selber immer faul hoch 3. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und ich verbleibe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao, euer Toto. Clashed.